Hallo und herzlich willkommen zurück zu Project Unstable. Neben den drei schönen Damen hier vorne ist noch der Schnauzer mit dabei. Hallo. Und der Schnauzer kann sogar sprechen. Ja. Und ich bin die schöne Dame. Verdammt. Tja, sind das ja eigentlich? Iron Bars mit Chisel. Ah ja. Das hier ist unser Deep Dark Portal. Was ist das? Der Ancient Rock aus Thaumacraft. Ah ja. Da hat sich, wie ich gehört habe, anscheinend Master ein bisschen vergnügt, das Ganze zu bauen. Also diese Dekokraft-Schilde sind echt cool. So, wir gehen jetzt mal zurück. Ich habe mir jetzt halt nämlich bei Eddie nochmal geguckt, wie er es gemacht hatte. Und das ist so, wie ich mir das gedacht habe. Ich habe nur das Problem, dass wir für den letzten Schritt, in dem dann alles zusammengemanscht wird, einen der günstigeren Kristalle zu wenig haben, um das zu craften. Was jetzt gerade doof ist, weil wir haben nämlich vier davon und wir bräuchten dann fünf. Das heißt, aus diesem Fluix Crystal müssten wir dann nochmal zwei Stück in ein Wasserloch schmeißen. Was wir dann auch mal hier oben gleich tun werden. Dann können wir auch mal beobachten, wie lange das braucht, bis so ein Ding wächst. Das soll nämlich eine ganze Weile brauchen. So, I need an Eimer, please. Müsste da noch eine drin sein, ne? Genau. So. Erinnere ich das mal. Oh, geh weg. Warum steht jetzt ein Schaf in meinem Lager? Habe ich dich eingeladen? Nein. Warum nicht? Ich weiß nicht. So. Dann schmeißen wir es jetzt mal da rein. Dann machen wir aus einem... ach ja, den Fluix Crystal kann ich zu... Hä? Warte mal. Ach nee, ich muss den ja zerstäuben, ne? Den Fluix Crystal. Also wenn ich den Fluix Crystal zu Staub male und mit Sand zusammen in so ein Dingens reinschmeiß, kriege ich doch den Pure Fluid Fluix Crystal raus, oder? Genau. Ah ja. So, dann machen wir mal drei Stück durch. Aua! Lass mich in Ruhe, Sludge-Spoiler. Ah, der Eddie ist ja da. Hallo. So, also, wir haben dann hier einen Fluix Dust. Den werde ich jetzt zusammen mit Sand zusammenbauen, craften, gedönsen, ne? Ja, dann kriege ich zwei Fluix Seeds raus. Und die zwei Fluix Seeds schmeißen wir jetzt ins Wasser und gucken mal, wie lange das dauert, dass daraus was wird. Wir hatten das letzte Mal das große Glück, dass wir Eddies Crystal, wie ist es denn genau? Und auf jeden Fall diese Kristallwachsbeschleunigungsmaschine hatten. Und die haben wir jetzt nicht. Das ist natürlich doof jetzt. So. Wir brauchen einen Scriber. So. Wir brauchen ein bisschen Eisen, ein paar Sticky Pistons. Also wir brauchen insgesamt 10 Sticky Pistons. 25 Eisen, okay. Ein paar Sticky Pistons müsste ich eigentlich noch haben. Und da haben wir schon mal Schleim. Schleim ist natürlich gerne gesehen, kommt mal mit. Ich habe keine Ahnung, wie viele Sticky Pistons ich damals mitgenommen hatte. Haben wir schon mal zwei? Na ja, komm, wir bauen jetzt mal einen fertig, damit wir das schon mal gesehen haben, wie das Ganze funktioniert. Also Slime, Sticky Piston, die Inscriber-Dinger werden dann reingelegt, die muss ich da jetzt nicht so nehmen. Dann kommen die Fluix-Sachen rein, habe ich noch Eisen drin? Jo. Das heißt, wir gehen jetzt hier oben dann Inscriber rein. Dann haben wir den hier drüben. Crafte mir das doch mal bitte. Und stellen den mal da dran. So. Hier muss dann zum Beispiel die Engineer Press rein. Wobei ich nicht mehr weiß, was was macht. Das muss ich mir dann vielleicht nochmal notieren. Und was ich auch noch haben möchte, ist, dass wir Hopper nehmen, um das Ganze ein bisschen zumindest zu automatisieren. So, ich stelle mir nur die Frage, da sind die 40 Kisten. Genau. Einfach mal in der Kiste 40 andere Kisten rumliegen, das ist ja... Warum nicht? Ja, klar. Ich habe neulich auch gemerkt, ich habe keine Kisten mehr. Da habe ich in einem E-System gesagt, craft mal 100. So, weil das angenehm ist, jetzt nicht der einen Hopper dran knipse.
kann ich hier dann direkt die Sachen durch, ja, drücken lassen. So, und von dem bräuchten wir jetzt eigentlich erstmal 4. So mal als Anfang, ne? Also Inscriber. Ach ja, genau. Ah, jetzt weiß ich, warum ich nur eingebaut habe. Ich habe noch nicht herausgefunden, wo meine übrigen Sticky Pistons sind. Die 3 Kisten sind leer. Da ist ein Botania-Zeug drin. Da ist... Und nichts so Tolles drin. Pisten. So, aber ich habe nämlich nicht allzu viel Schleim. Da bin ich mir relativ... Gut, ich habe genug Schleim. Das kommt jetzt relativ überraschend. So, aber da haben wir noch einen. Diese Dark Boots, die ihr da seht, habe ich übrigens auch aus irgendeiner Kiste, ich glaube, beim Spinnenbauen rausgefischt. Da hatte ich doch mal richtig Glück. So, da haben wir soweit jetzt nichts mehr. Aber habe ich nicht viel mehr Sticky Pistons mitgenommen? Verstehe es nicht. Das ist ja jetzt gerade ein bisschen doof, ist ja das, ne? Da sind noch 2. Toll, ich habe jetzt schon in 4 verschiedenen Kisten Sticky Pistons gefunden. Ah. So, dann mal auch mal so weiter nix. So, also wir haben am Anfang 10 gebraucht, dann brauchen wir 8. 8 minus 3 brauchen wir noch 5. Das heißt, Schleim kommt rein, Cobblestone kommt rein, Redstone ist drinnen. Pisten. Zick. Zick. Kein Holz. Kein Holz, kein Glück, ne? Nein. Was denn? Dann schon Oakwood. So. Ach, über das ME-System zu craften ist einfach so extrem angenehm. Ja. Definitiv. So, 3, 4, 5. Plupp. Dann schnappen wir uns die 5 Pistons, legen die Schleimsbälle drüber. Dann haben wir das, dann kommt das dann mal alles rein. Dann basteln wir die restlichen Inscriber. Hoffe ich zumindest mal. So, genau. Wenn wir noch... Nein, jetzt hat dieser Penner den Fluix-Crystal verwendet und nicht den Ach, Menno. Naja, egal, ist jetzt auch nicht so schlimm. Die Fluix-Crystals waren ja auch nicht so teuer, glaube ich. Und ich sehe gerade, dass mir irgendwie der Platz nicht ausreicht. Naja. Wir fahren jetzt erstmal das ME-System wieder runter. Weil wir das gerade nicht brauchen. Gehen dann hier mal ein bisschen nach hinten. Also irgendwie, wenn ich was zerdeppe, hier zum Beispiel so ein paar Steinchen, dann braucht er schon eine gewisse Zeit, um zu checken. Oh, er hat mich kaputt gemacht. Ich gehe jetzt mal wirklich kaputt. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Genau. So, dann haben wir da die Engineer drinnen. Dann kommt hier... Die Calculation, dann kommt hier die Logic. Hier können wir mal die Silicon. Ah, Silikon, das weiß ich, was reinkommt. Dass es jetzt halt noch klappt, dass wir uns schnell die verbleibenden Hopper bauen. Ach komm, was soll der Geist? Bauen wir alle 8 durch. So. Wir werden noch ohne Endopper brauchen, glaube ich. So, so, so und so. Das Silikon war ja da vorne drin, soweit mich mein schwächelndes Gehirn an diesem Abend mich nicht verlässt. Genau. Das war hier noch der Rest drin, oder? Ja. So. Dann haben wir dann nämlich einfach mal schnell einen Stack rein. Ich ist bescheuert. Oh. Wisst ihr was? Ich lasse jetzt den Strom an. Wir brauchen es nämlich doch noch. Oder? So war doch. So müsste Strom drin bleiben. Also wir hauen jetzt da mal die 64 Silikon rein.
Dann sehen wir auch schön, wie das Ding gepresst wird. Perfekt. Habe ich Fackeln mit? Nein, habe ich nicht. Warum habe ich keine Fackeln dabei? Weiß es nicht. Ich bin so schlecht vorbereitet. Toll, Die sind dafür habe ich unvorstellbar. mannigfaltig anderen Scheiß dabei. Weiß aber, dass hier eine Kiste war, wo noch stackweise Fackeln rumgegammelt sind. Und dann nehmen wir mal die drei da. Die sind auch erstmal genug. Dass wir hier zumindest mal ein bisschen mehr sehen. So. Okay, das gibt ein bisschen mehr Strom. Also 2000, ich musste gerade rausfinden, dass 2000 EU ungefähr 6000 RF entsprechen. Ja, ist ein bisschen. Okay. Nee, mehr. 8. 8000. Ach du Scheiße. Ich brauche viel mehr Speicher, wenn ich den Reaktor anschließe. Warum presst die Silikonpresse den Silikon nicht? Ist Strom drin, ne? Braucht der Strom? Ah, ich habe gedacht, der braucht keinen Strom. Ja, braucht Strom. RF, EU, total egal. Na gut, dann bauen wir es zumindest mal hypothetisch auf. Ich brauche ein paar Shielderskis. Für Shielderskis brauchen wir meine Holzkiste. Die Holzkiste war mal oben und ich habe sie runtergestellt. Und dreimal dürft ihr raten, wer jetzt nicht mehr weiß, wo die Holzkiste ist. Ja, kommt ihr drauf? Kommt ihr drauf? Genau. Die Schnauze. Was? Du weißt auch nicht, wo meine Holzkiste ist, ne? Weißt du, wie viele deiner Holzkisten sind? Alter, ich habe noch X-Dex Sakura Holz hier in einer anderen Kiste versteckt. Einfach nicht nachfragen. Einfach nicht nachfragen. Das leckt mich am Ärmel. Ich baue jetzt einfach neue Schilde. Ich schmeiße ihn wieder in irgendeine andere Kiste rein und ist die Chance, dass ich das nächste Mal finde, höher. So. Ein paar Stickies. Dann. Blub. Schwungschilder, wir werden den nämlich noch zur Beschilderung des Lagers in einiger Form brauchen. Wie beschildern wir es jetzt am blödsten? Ich glaube, der kriegt von rechts nichts, oder? Nee, von rechts dürfte er nichts kriegen. Also, das ist die große Endpresse. Dann ist das hier die Silikon Presse. Was mache ich in Inscriber mit der Logic Press? Gold. Goldpresse. So, nächste Fragerunde. Was mache ich mit der Engineering Press? Diamant. Diamant. Presse. Und mit der Calculation Press? Da brauchst du Pure Sodus Quartz. Pure Sertus Presse. So. Wunderbar. Da müssen wir aber dahinter noch um eins reingehen, um den Strom zu verlegen. Schnauze mir in seiner hinterlistigen Art und Weise verschwiegen hat. Ich wusste nicht, dass du das nicht wusstest. Oh Mann, Alter. Manchmal könnte ich mich selbst hauen. Okay. Man baut gerade komplizierte Schilder hin und reißt danach die Wand weg, wo die Schilder dran hängen. Was passiert mit den Schildern, hä? Naja, ganz Weiß genau. es nicht. Diamantpresse. Jo. Ja, das ist jetzt alles noch nicht so schön hier hinten, aber das kommt noch. Ich bin mir nämlich noch nicht so ganz sicher, wo ich das dann im Endeffekt hinstellen möchte. Kann auch sein, dass die noch ein bisschen scheiße angeordnet sind. Gut, aber dann werde ich mich jetzt wohl dann demnächst darum kümmern, dass wir den Reaktor hier irgendwo nach hinten bekommen, weil das ist jetzt echt ein bisschen madig. Dann können wir nämlich auch die Holzfarm verlagern. Hier so mehr in die Nähe hin.
Und die Holzform ist ja auch zur Energiegewinnung gedacht. Ich möchte nicht nur vom Reaktor abhängig sein, sondern zusätzlich auch noch so ein bisschen Strom kriegen. Ist alles ein bisschen knapp für die Holzform. Das müsste man dann da hinten raus machen. Hier so in diese Richtung. Wäre, glaube ich, auch nicht so schlimm. Ja, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Okay, den Reaktor umzuziehen ist eigentlich kein großes Ding. Man zerkloppt ihn ganz einfach, nimmt ein paar Eimer, holt die Suppe oben raus und dann ist alles gut. Dann kann man genauso wieder aufbauen, wie er war. Man sollte ihn noch vorher vielleicht leer laufen lassen. Er ist leer gelaufen, ist sehr schön. Dann kann man nämlich hier hingehen, nimmt zum ersten Mal das hier raus. Sagt dann Eject Fuel. Das heißt, hier halt das, was er noch nicht drin hatte, sagt dann Eject Fuel, dann nimmt er alles Restliche raus und der Core ist so gut wie leer. Da ist ja noch ein ganz kleines bisschen was drin, aber es ist jetzt auch nicht so tragisch. Ich habe nämlich mal von unseren Quarries die Hyloriumvorräte geholt, beziehungsweise war das noch nicht Hyloriumhelo sondern Uran. Uran. Aua. Und ja, dann war es ganz gut so, ne? Das ist dann der nächste Schritt. Wir reißen den ganzen Scheiß hier ab und stellen da drüben in etwas andere Variante wieder hin. Unter anderem werden wir diesen blöden Sludge-Boiler ganz woanders hinstellen. Wofür? Ender-IO hat doch bestimmt auch so eine Art Fluidukt, oder? Ja, mit Konvert. Stimmt, die heißen ja alle Conduit bei dem. Conduit. Stone, ha, was für schöne Sachen. So, da hätten wir mal den Redstone-Conduit. Conduit-Switch. Energy, Energy. Fluid, da haben wir es doch. Okay, wie viel geht eigentlich den Energy? 5000? 20.000. Oh. Und wir haben den da oben noch. Da geht maximal 640 RF pro Tick durch. Item-Conduit wäre natürlich auch mal nicht schlecht. Na ja, mal sehen. Ich werde das Ganze, denke ich mal, vorbereiten. Ja, ich werde das Ganze vorbereiten. Das ist jetzt ein bisschen madig, glaube ich, wenn wir hier dann alles frisch machen. Das heißt, müssen wir ein bisschen hier klar Schiff machen. Und mal schnell schlafen gehen. Nachi, Nachi. Da. Kannst du Ja, schlafen der ist gehen? noch da. Ja, warte. Ich hau mich in den Schlafsack. Ah, perfekt. Müssen wir mal bauen, der ist gut. Ist halt schön, du kannst dich überall schon mal schnell hinlegen. Ja. Und das ist sehr, sehr praktisch. Und Gott sei Dank hatte ich meinen Uran im Reaktor drin. Sonst hätte es jetzt passieren können, dass ich verstrahlt wäre. Ach, bei dem anderen ist Verstrahlung mit drauf. Ja, wenn du Uran im Inventar hast ohne den Anzug, gibt es ja extra so einen Anzug, dann wirst du verstrahlt. Und wenn du, es kann passieren, dass du unendlich verstrahlt bist. Dann musst du wirklich sterben, damit du es loswirst. Dann, wenn du den Anzug anhast, kriegst du keinen Schaden wenigstens durch diesen Effekt. Aber sobald du den Anzug nicht mehr anhast und der bietet kaum Protection, dann ist nicht so toll, weil dann kriegst du extrem viel Schaden, den du nicht abwehren kannst. Das ist fies. So, ich baue jetzt mal alles von Sakura her ab. Ich bin noch schwer im Überlegen, ob ich daraus eine Rubber Farm mache. Weil ich unten mein Barrel nämlich jetzt abgegradet habe, da passt jetzt deutlich mehr Rubber rein. Und ich hier auch einige, unter anderem anwesende Personen mit Rubber unterstützt habe. Dankeschön. Kein Problem. Ja, du hast dich ja nur zurückhaltend bedient. Ich brauchte nämlich so. Bei gewissen anderen Leuten bin ich ein ganzes Barrel mit über 4000 Einheiten losgeworden. Guck mal, das ist der Anzug. Bist du bei mir? Ah. Ja, besonders mit den Flügeln sehr, sehr stylisch. Ja, muss man Also schon sagen. ich finde es cooler, wenn man den Helm nicht aufhat und wieder so ein Schaust du bisschen. gerade aus, als wärst du irgendwie von einer SM-Party gerade rausgeschmissen worden? Ach ja, ist dir das wohl schon mal passiert, weil du so wissend lachst? Nein, keine Angst. Weißt du, was ich bei diesem blöden Harvester und Planter nicht so ganz kapiere?
wie das berechnet wird, was es an Erweiterung gibt, wenn man so ein Upgrade reinsetzt. Weil da steht zum Beispiel um drei Upgraden, aber es sind nicht nur drei Felder, sondern es ist irgendwie anders berechnet, weil es deutlich mehr ist. Okay. Hier zum Beispiel bei dem da hinten. Normalerweise hast du hier ein 3x3 Feld. Und seit habe ich da nur so ein billiges Eisen-Upgrade reingesetzt. Und es sagt ja dann, ist das Latch Spoiler, das hilft nichts. So. Radius increase 3. Also hätte ich eigentlich 3 in jede Richtung gedacht. Sondern Achso, hier 3. Aber nach hinten ist es viel mehr. Guck, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. also. Ja. Ganz einfach. Er geht zu jeder Seite von diesen drei hier. 3 mal 3 ist er das Standardfeld. Er geht 3 zur Seite und 3 nach hinten. Und da er immer ein Quadrat macht, geht Ach er so, 9 nach das hinten. heißt, er schiebt im Prinzip die vorherigen 3x3 in die Mitte und macht den Rest drumherum. Dass Ja. es in jeder Seite um 3 vergrößert wird. So kann man es ausdrücken. Ach so. Das ist ja einfach. Na gut, dann weiß ich das jetzt auch mal endlich. Aber das Geilste war immer noch, wo das Ding den kompletten Wald dahinter abgeholzt hat und ich das nicht gecheckt habe. Ich habe mir gedacht, wo kriegt denn der die Saplings her, der Penner? Und holzt ab und verbraucht Strom und holzt ab. Ja, und dann hat er dahinter, wo jetzt die ganzen Nussbäume stehen, alles weggeholzt. Keine Ahnung, was er da für einen Spinnerten hatte. Ich habe ihn dann zweimal Ne, neu hingesetzt, dann ging's. da war wahrscheinlich irgendwo Laub connected nach da hinten durch. Und der geht das ganze Laub ab und geht halt, wenn du eine lange Laubstrecke hast, geht er halt ganz ans Ende. Egal wie weit es weg ist. Okay. Ja, Ja, aber sein, ich dass habe es da ein Baum eigentlich ist. drumherum extra frei gemacht. Mir schon irgendwie so ein Scheiß dachte, dass der sich da irgendwas neu zieht. Na egal. Es hatte jetzt dann funktioniert, ne? Ja. Schlup. So, und Leute, wisst ihr was? Ich mache jetzt mal das, was ich normalerweise rausschneiden würde. Ganz einfach hier an die Folge hinten dran. Dann ist sie ein bisschen größer. Und diejenigen, die es interessiert, die können natürlich sehr gerne zugucken. Und die dich nicht interessiert. Die müssen auch zugucken. Ach ja. Freundlich wie immer. Meine Abonnenten mögen es, wenn ich mit ihnen so umgehe. Ah. So, dann schmeißen wir es hier los. Jetzt mal in so ein Barrel rein. So ein Barrel. Die Barrel finde ich schon echt cool. Machen mir Spaß. Einziger, so ein bisschen blöd ist es, wenn man die dann mit Buildcraft Pipes verbinden will, da kann das zu Problemen führen. Okay. Naja, weil die stehen ja eins direkt daneben und wenn du dann zwei eingehende Pipes hast, dann verbinden die sich ja. Das heißt, dann ist die Sortierung wieder völlig am Hund. Boah, Alter, die sind ja noch gar nicht gewachsen. Um 2%. Alter Finne. Also die Kristalle, die jetzt seit 20 Minuten da drin liegen, sind um 2% gewachsen. Alle 10 Minuten 1%. What the fuck? Die brauchen ewig. Naja. Oh, das Ding läuft hier noch. Machen wir mal aus. Okay. Wie baue ich den Reaktor jetzt am schönsten hin? Wie groß ist denn der eigentlich? Dass ich dann mal die Grundfläche aushebe und die Höhe. Und dann kommt er da hinten an das Lager mit dran. Dann kann ich das so schön alles machen. Nee, ich muss von oben auch noch dran kommen, um an. Da. Muss ja was großflächiger bauen, weil ich will hier oben noch an den Kontrollstab rankommen. Also hier habe ich 5 mal 1, 2, 3, 4. 5 mal 5 mal 4 ist das Ding jetzt in dem Fall groß, okay. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Da lasse ich diese Baumform da einfach stehen und mache da noch eine zweite hin. Ich bin mir so unschlüssig. Ich weiß es nicht. Ist ein blödes Sludge-Spoiler, muss er definitiv weg. Aber aus Sludge kriegt man halt doch ein paar interessante Sachen raus. Zum Beispiel hier auch dieses Peat. Das hat einen recht hohen Brennwert. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. Ich meine, so für umsonst, da kann man das doch schon mal nehmen, ne? Als Nebenprodukt, als Abfall. Ja.
Okay, dann steht hier noch ein bisschen lustiges Rumgefarme bzw. Terraforming an. Oh Mann, dann will ich das ganze Grünzeug. Also ich gebe mir wieder so auf dem Peace. Du mal alles wegholzen, bevor du da mal irgendwas hinstellen kannst. Nee, nee, nee. Ja. Nee, nee, nee. Das habe ich voller Gehirnakrobat natürlich die ganze Erde nicht mitgenommen, sondern ich habe jetzt auch genau eine Erde. Yes. Ja, da geht richtig was. So, aber. Oh, Sakura-Sapling geht mir auf den Sack. So. Wenn ich das hier hin mache, da habe ich ja schon eine sehr ebene Fläche. Das sollte eigentlich kein großes Problem sein. Mache ich nur 9er Felder? Oder nehme ich ein höheres Upgrade? Was gibt es denn da noch für welche? Upgrade. Ah, das sind nicht diese. Diese sind es hier. Radius Increase 3 habe ich momentan drinnen. Kupfer, Bronze, Silber, Gold, Quarz, Diamant, Platinum, Emerald, Kobbel minus 1, toll. So, was würde zum Beispiel ein Quarz-Upgrade kosten? Es hat 8 Increase, aber es ist schon heftig viel einfach. Ja. Eigentlich schon wieder fast zu viel. Also das sind dann 8, das sind dann 16 plus 3, ne? Ja. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3. So, will bis hier hingehen. Ja, aber eigentlich geht es. Eigentlich geht es. Machen wir ein bisschen so das Grünzeug hier weg. So, jetzt habe ich es von da abgezählt. Das heißt, wir brauchen dann da ein bisschen mehr Erde dran. Dann können wir nämlich das von dem Rand hier machen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3. Perfekt. Das ist sogar schon fast die richtige Grundfläche. Das ist ja jetzt mal ein sehr glücklicher Zufall. So, und wo ist jetzt die Mitte? Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Also hier ist es auf der Linie. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, dann muss also da die Mitte sein. Würde ich jetzt mal so vermuten. Ich hoffe, dass ich mich jetzt da nicht so in peinlicher Manier verzählt habe. Weil da muss dann der Planter rein. Wir müssen ja zwei Upgrades auch bauen. So, das heißt, der Harvester muss dann dahin. Okay, dann nimmt das Ganze doch schon mal langsam Formen an. Dann schnappe ich mir jetzt noch ein bisschen Erde, mache das Ganze eben. So, reicht ein Stack? Ja, muss reichen. Wieder ist mein komplettes Inventar mit irgendeiner Scheiße voll, weil ich gar nicht mehr weiß, was das alles ist. Irgendwie so Witchery-Gedöns und sowas. Musste ich jetzt mal kurz allein lassen. Echt? Ja. Bis gleich. Ciao. So, die Seas können nämlich auch weg. Nieterwarzenbäume, na, da müsst ihr. Verteilt haben wir so extrem viel. Naja. So, jetzt gehen wir mal da schnell hinter. So, mach diese Grundfläche hier vollständig. Was zum Glück nicht mehr allzu viel ist. So. Gehen hier mal hinter, machen da noch weiter. Und dann müssen wir bis hier, ne? Ja. Halt, so eins daneben. War auch nicht schlimm, so sieht das Ganze ein bisschen schöner aus. Na gut, das sah jetzt nicht schön aus, muss ich ja gestehen. Tja. Okay, dann nehmen wir ganz so Scheiß wieder wegholzen. Mann, 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 Mann. Oh, das ist eine Arschpflanze da. Creeper Plant.
Was brauchen wir denn davon? Nicht Wort Artichoke, Blumen. Das Cotton Seeds brauchen wir auch nicht. Snowbell Seeds brauchen wir auch nicht. Da fehlt noch ein kleines Erdilein. So, Barley brauchen wir auch nicht. Mandrake brauchen wir auch nicht. Da fehlt auch noch was. Komm her. Also das möchte ich jetzt aber hier noch eigentlich so fertig kriegen, ne? Hier steht. Ich habe ja auch gelernt, dass der Sludge Boiler nicht unbedingt geleert werden muss, damit er funktioniert. Von dem her können wir das jetzt nämlich einfach mal alles so hinstellen, mit den Upgrades versorgen und dann wissen wir gleich, ob das Ganze funktioniert. So. Ist sonst noch irgendwas angewachsen? Darf noch ein bisschen was? Müssen wir es jetzt gerade gar nicht mal aufheben. Das hier ist noch genau im Toleranzbereich. Perfekt. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis morgen bei Project Unstable. Macht's gut. Ciao.